Ja, da musst du dir die Hand lassen. Ja, hab ich doch schon. Ja, ich hör dir schon auf. Wie konntest du nur? Wie konntest du nur? Nom. Meine Hand. Schmeckt lecker. Servus, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind jetzt halt gerade eben beim Lidl gewesen, beim Sonderverkauf, und haben da schon ein bisschen was ergattern können. Ein paar Sachen, ja, da sind uns andere leider zuvor gekommen, aber naja, gibt Schlimmeres. Okay, warte, ich habe doch noch gar nicht sauber gemacht. Fertig, ja? Bist du sauber? Bietet wieder eine frische Maus. Frische Maus. Ja, und jetzt habe ich die Kleine gerade eben gestillt. Sie hat nämlich Hunger bekommen. Jetzt fahren wir dann nach Hause und dann muss mein Mann sich auch schon fertig machen und dann in die Arbeit fahren. Und ich habe zu Hause dann... Okay. Da vibriert mein ganzes Auto. Ich weiß nicht, ob man das hört im Vlog. Wahnsinn. Ich muss dann auf jeden Fall nach Hause, dann kann ich ein bisschen aufräumen. Wäsche muss ich auch wieder machen. Okay, kleine Maus, und dann... bin ich heute Abend alleine mit den Kindern. Ja? Müssen wir am Nachmittag den Bruder noch abholen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir nach Hause kommen. Und dann kann ich euch auch zeigen, was wir alles eingekauft haben. Es ist schon ziemlich viel. Und wir haben auch ein paar Weihnachtsgeschenke. Also ein Weihnachtsgeschenk haben wir auf jeden Fall für den Kleinen. Und für die Große habe ich auch zum Geburtstag was. Und für sie dann auch später. Aber das zeige ich euch dann. Ich würde doch niemals ein Video ohne dich drehen. Das denke ich mir. Nein, das ist gut. Wir sind jetzt noch beim Bäcker kurz gewesen, beziehungsweise mein Mann. Warum wir? Ja. Ein faules Stück Prozessing. Du liebevolles Etwas, was auf unser Kind aufgepasst. Zumindest auf eins davon. Ich habe nur Angst, dass es wieder runterfällt. Er hat mir jetzt ein Lachsbrötchen mitgenommen. Das sieht voll lecker aus. Das schmeckt aber. Was wir alles gekauft haben. Oh Gott, das Handy ist komplett eskaliert. Das ist übrigens das Weihnachtsgeschenk für den Kleinen. Das ist das Geburtstagsgeschenk für die Kleine. Und da habe ich jetzt noch für die Große. Ich kann einfach unten in aller Ruhe. Da wir jetzt gleich reingehen, wollte ich das euch noch kurz zeigen. Das ist so ein Erdbeer- oder auch Kartoffelturm. Den habe ich mitgenommen. Der ist da zwar schon kaputt, aber ganz ehrlich, das Ding hat, glaube ich, nur 5 Euro gekostet. Ja, 5 Euro. Und ich finde, dann kommt es dann einfach ganz unten. Und dann kann ich da demnächst meine Erdbeeren, beziehungsweise, ja, doch eigentlich Erdbeeren. Dann habe ich das aber erstmal hier runter, damit das nicht unbedingt weggeweht wird. Ich habe übrigens hier letztens einmal aufgeräumt. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das war ja alles hier vollgestellt. Mal gucken, vielleicht kann ich euch ja das vorher einblenden. Und jetzt ist es endlich sauber. Gott sei Dank, also das hat mich ja auch extrem gestört. Und ich muss mich so ein kleines bisschen beeilen, weil ich glaube, dass die Kleine jetzt gleich wieder wach wird. Aber ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, was ich denn alles gekauft habe bei dem Sonderverkauf. So, jetzt ist nämlich auch noch die kleine Maus Emma wach geworden. Muss ich mich ein bisschen um die kleine Spigita kümmern? So, das habe ich nicht. Schau mal, kleine Maus. Habe ich wieder den Bruder mitgenommen. Das habe ich jetzt einmal mitgenommen für den Kleinen zu Weihnachten. Hat insgesamt nur noch 20 Euro gekostet. Finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und das kriegt er dann, wie gesagt, zu Weihnachten. Also ich habe jetzt schon Geburtstagsgeschenke und teilweise auch Weihnachtsgeschenke geshoppt. Und dann mache ich auch einmal weiter mit den Weihnachtsgeschenken. Da habe ich jetzt einmal hier für den Kleinen... Nee, warte mal, das ist halt nächstes Geburtstag. Stimmt. Jetzt komme ich schon voll durcheinander. Das ist jetzt einfach für den Kleinen als erstes als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Einfach um mit ihm die Zahl nochmal so ein bisschen zu üben. Ist zwar ab 1 plus schon, aber ich dachte mir, dann kann ich das für ihn jetzt hernehmen und dann später für die Kleine noch. Also quasi zwei Geschenke in einem sozusagen. Und dann habe ich, weil es einfach jetzt im Angebot gewesen ist, habe ich jetzt das hier einmal mitgenommen für die Kleine zum Geburtstag, beziehungsweise nee, zu Weihnachten sogar. Sie wird da zwar erst ein Jahr alt, aber dann hat sie ein bisschen was zum Spielen. Dann die Blöcke, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich euch die gezeigt habe für die Große. Die sind dann zum Geburtstag. Die haben auch nur 2 Euro gekostet, also sie kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Muss ich sie noch fragen, was sie denn zum Geburtstag überhaupt haben möchte. Dann hat mein Mann hier einmal diese Grillschalen entdeckt beim Lidl, also bei dem Sonderverkauf. 2 Stück insgesamt. Die haben, glaube ich, auch nicht viel gekostet. 2 Euro insgesamt, also... Na, dachte ich, kann man mal mitnehmen. Und dann habe ich nämlich da auch endlich mal was für mein Gemüse vor allem, dass ich das grillen kann, beziehungsweise mein Mann das grillen kann. Oder wenn wir zum Beispiel auch so Feta-Käse oder so haben, dass es einfach nicht reintropft unten in den Grill. Dann habe ich einmal mitgenommen so Bienenwachstücherbeutel, beziehungsweise hier ist einmal ein Bienenwachstücher-Set.
Und hier habe ich einmal Bienenwachstuchbeutel mitgenommen. Fand ich ganz cool. Dann habe ich auch das hier gefunden und die fand ich auch richtig nice. Das sind so Keramikförmchen. Die sind zwar jetzt für den, ich sage immer Lidl Cookit, weil ich das andere nicht aussprechen kann, aber die sind natürlich auch für unseren Cookit. Und zwar sind das hier diese Keramikförmchen. Die fand ich jetzt ganz niedlich. Sind insgesamt 6 Stück. Dann für die Küche habe ich auch noch einmal mitgenommen diesen Edelstahl-Teigschaber, dass ich da den Teig mal so schön abkratzen kann, hier vor allem von dem Holz. Und was ich dann auch mitgenommen habe, was unbedingt endlich mal sein musste, das kann ich gleich auch auspacken, jetzt habe ich schon kaputt gemacht, ist so ein Sieb und den kann man dann hier nämlich so ausfahren und dann kann ich da auch endlich mal den Reis absieben und auch das ganze Gobst. Das Gobst! Wer kennt es nicht, das Gobst? Und das ganze Gemüse und Obst einmal waschen. Naja, zusammengefasst Gobst. Passt doch. Und dann habe ich mir auch noch mitgenommen, weil ich das ganz cool fand, einmal dieses drehbare Gewürzregal. Ich dachte mir nämlich, dass ich das links neben dem Herd und rechts neben den Cookit, also zwischen Cookit und Herd einmal da hinstelle, dass ich nicht jedes Mal diese Schublade hier aufmachen muss und wieder zumachen muss, sondern einfach so ein schickes Gewürzregal da habe. Ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube 5 Euro oder so. Und da sind 9 Gewürzfächlein sozusagen, also so Gläser. Das werde ich dann später einmal umfüllen. Aber was ich jetzt noch machen muss, ich habe nämlich ein bisschen was ausgemistet. Und das muss ich heute Abend in das Auto von meiner Mutter packen. Die bringt das nämlich morgen meiner besten Freundin. Und da muss ich jetzt halt noch die Preise schreiben. Also ich habe jetzt hier einmal die ganzen Sachen. Und da muss ich mir noch überlegen, wie viel ich für was denn genau haben möchte. Und dann schreibe ich meiner besten Freundin eine Liste, dass sie da drauf gucken kann, wie viel ich denn quasi mindestens dafür haben möchte. Und dann geht sie halt dann beim Flohmarkt so ein paar Euro nach oben. Ne? Und dann kann man ja ein bisschen feilschen sozusagen. Und da werde ich jetzt dann einmal aufschreiben, was ich alles haben möchte für das jeweilige Gedöns. Ich weiß auch nicht, ob einzeln oder als Set, weil das ist zum Beispiel ein Set. Da gehört eigentlich das theoretisch auch noch mit dazu. Und hier ist dann auch gleich die Bettdecke noch mit dabei, also der Überzug und alles. Aber ich glaube, ich mache einmal einzelne Preise und dann kann man ja trotzdem vielleicht irgendwie noch einen Gesamtpreis machen. Aber ja, da muss ich mich dann auch noch drum kümmern. Und dann muss ich mich natürlich auch noch um die Küche kümmern, wobei die Küche tatsächlich gar nicht mal so verkehrt ausschaut. Halleluja! Das Ding ist aber ganz schön gewachsen. Da muss ich dann auch einmal gießen. Es geht noch einigermaßen, aber die muss ich definitiv bald wieder gießen. Also ich finde gar nicht mal so verkehrt. Kohlrabi wächst auch schön. Dann habe ich ja hier meine Aubergine. Die ist richtig schön geworden. Also die finde ich echt sehr, sehr schön, meine Aubergine. Ich glaube, das kann ich vergessen. Das sollte mal Zucchini werden. Da muss ich dann wahrscheinlich einfach im Baumarkt welche kaufen. Ja, dann habe ich hier meine kleinen Tomätchen. Die sind schon gefühlt ausgetrocknet. Also die muss ich definitiv gießen. Dann ist hier meine Gurke. Die sieht so süß aus. Und da bin ich ja echt stolz drauf, Paprika. 2 Stück insgesamt. Ich freue mich schon, wenn die dann endlich raus dürfen. Vor allem die Tomaten. Wo sind meine Naschis? Da sind die Naschtomaten. Und da sind die normalen Tomaten in Anführungszeichen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Irgendwie der heutige Tag ist auch so dermaßen komisch. Ich werde wahrscheinlich heute auch nicht allzu viel flocken, sondern eher morgen, weil morgen ist mein Mann nämlich zu Hause. Aber er hat eigentlich vor, morgen oben ein bisschen weiterzumachen. Da ist er tatsächlich das Nächste. Da müssen wir definitiv oben dann endlich mal weitermachen. Und was ich jetzt auch mal kurz erzählen wollte, ich habe nämlich auch so Kommentare bekommen unter meinen Shorts zum Beispiel, wo es darum ging, ja, die Tür draußen, die kann man doch sauber machen. Ich denke so, wir haben jetzt erstmal hier unten den Bereich hier, also das Untergeschoss sozusagen, haben wir jetzt erstmal schön hergerichtet. Wir haben alles gestrichen und eben sauber gemacht, geputzt. Also das war echt schon hui, wie uns es hier hinterlassen wurde. Und da, na, viele gehen wahrscheinlich davon aus, oh, man wohnt ja schon seit Jahrzehnten hier und bla bla bla. Nee, dem ist einfach nicht so. Wir sind, wie gesagt, auch erst letztes Jahr hierher gezogen. Dann die Schwangerschaft, jetzt die Geburt, bla bla bla. Was sag ich immer, bla bla bla. Wie dieser Vampir. Wie heißt er nochmal? Graf Dracula. Von Hotel Transylvania. Ja, das sind einfach andere Sachen jetzt aktuell wichtiger. Wir müssen erstmal hier klarkommen, dass hier innen drin alles schön ist. Und
ganz ehrlich, im tiefsten Winter gehe ich nicht raus und mache da draußen irgendeine Tür sauber, nur weil irgend so ein Hanswurst XY123 im Internet meint, ich sollte es so nicht zeigen. Ganz ehrlich, wem es nicht passt, und ich sage ja immer und offen meine Meinung, wem es nicht passt, der braucht meine Videos nicht angucken, scrollt doch einfach weiter. Wie hat Klopfer damals so schön gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Manche sollten sich vielleicht auch echt einmal dran halten. Toastbrot. Wir haben kein Toastbrot mehr. Oder haben wir noch Toastbrot? Also ich sehe es gerade nicht, nein. Okay, Toastbrot brauchen wir. Das ist übrigens der nächste Tag. Ganz vergessen zu erwähnen. Für die Pizza haben wir alles da. Das ist für die gefüllte Paprika. Ja, eigentlich haben wir alles. Bis auf Käse. Obst. Trauben haben wir genug da. Bananen haben wir genug da. Das passt. Schinken. Schinken könnten wir vielleicht noch holen. Und Tomaten und Gurken. Okay. Wir fahren jetzt dann nämlich zum Bäcker. Da tun wir dann erstmal Frühstück hin und dann fahren wir noch zum Lidl kurz und holen ein bisschen was. Weil am Samstag, also morgen, kommt wahrscheinlich jemand und schaut sich das Dach mal an. Hast du jetzt gerade gesagt, am Samstag kommt wahrscheinlich jemand und schaut sich das Dach an? Ja. Am Samstag kommt jemand und schaut sich das Dach an. Ja. Der Termin ist ausgemacht, also der kommt. Ja, ja, ja. Moment. Schatz. Du musst den Zuschauern noch etwas sagen. Was hast du gerade eben gesagt? Es gibt keine Quotencola. Die Quotencola? Was ist eine Quotencola? Für meine Quote. Deswegen habe ich vorher auch so dermaßen gelacht. Ich sage halt immer, ich brauche meine obligatorische Cola. Dann hole ich halt immer meine Cola-Dose. Und jetzt hat mein Mann gesagt, das gibt es nicht, weil wir müssen uns hier langsam mal wieder ans Budget halten. Naja, jetzt machen wir uns fertig und dann geht's zum Bäcker frühstücken. Wir sind jetzt beim Bäcker angekommen. Wir haben uns einmal einen kleinen Herzog Spezial und eine kleine Herzogin Spezial bestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es gibt einmal kleiner Herzog Spezial und einmal großer Herzog. Und der große Herzog ist anscheinend für zwei Personen und da ich eher so Lachs mag, habe ich eben die Herzogin gewählt. Und dann gibt es noch eine heiße Schokolade für uns. Ja, und danach fahren wir noch ganz kurz zum Lidl. Ist es? Ja. Wow. Das sieht schön aus. Ja. Ich finde es voll schön. Mein Lachs. Welche Körnerige Semmel willst du haben? Keine Ahnung. Ist ein Unterschied? Das eine ist eine Meerkorn, das andere ist ein Dunkel. Ja. Du hast ja einmal dein Meerkorn und einmal die. Was ist das immer für dein Lachsbrot? Dann nehme ich das. Schaut mal, wer da wach geworden ist. Wir sind da wach geworden. Oh. Warum willst du nicht mein Vlog sein, ha? Hey, Mauschen. Dein Vlog ist doof. Was? Mein Vlog ist nicht doof. Erzähl doch sowas nicht. Ich habe eine helle Semmel und jetzt die Semmel. Darf ich mir jetzt die Semmel schloss machen? Ja, hallo. Sag hallo. Schau mal, wie süß sie ist. Oh. Sie sagen mir, dass sie langsam ist, ohne mir zu sagen, dass sie langsam ist. Die kleine Piranha hat auch gerade Hunger. Ja, genau. Don't do it. Oops, I did it again. Don't do it. Ja, das wollen sie auf die Schnelle haben, dann wieder 80 Euro knapp. 76, dass du. Ja, 76. Keiner sagt 76. Das kannst du nicht mehr aussprechen. Ja, weil das komisch klingt. 76. Es gibt aber ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Welches war's? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeins. Pflanze. Welche Pflanze? Die wenn ich es jetzt sage, dann lachst du mich wieder aus. Welche Pflanze? Die fleischfressende Pflanze. Ja, wenn ich es langsam sage, kann ich es auch sagen. Fleischfressende.
Alter, das ist so ein Arsch. So ein Arsch, ey, mit dem bin ich verheiratet. Ich bin so klar. Genau. Mhm. Kann halt einfach das nicht sagen, auf die Schnelle. Fleischfressende ja. Pflanze. Wenn ich es langsam sage, fleischfressende Pflanze, dann geht's. Und jetzt schnell, dreimal hintereinander. Fleischfressende Pflanze. Ja, fleischfressende Pflanze, dann kriege ich es ja auch hin. Aber wenn ich es versuche, schneller zu sagen, fleischfressende Pflanze, dann kriege ich es. Ja, wir fahren jetzt noch tanken. Nach dem Tanken fahren wir nochmal zum Lidl. Aber nicht zum Sonderverkauf, sondern zum ganz normalen Lidl. So, und wo ist jetzt hier eine Tankstelle? Ich nehme meine Bayer-Tankstelle wieder. Deine Bayer-Tankstelle? Ja, aber der funktioniert das mit der App. Hast du in der App Ding schon verbunden? PayPal. Achso, ich dachte, du machst es. Die Bayer ist doch da hinten. Nein, das ist die Bayer, die beim Lidl direkt ist. Ist nur Diesel. Hacks, Drive und Online-Partner. Genau. Jetzt kostet. Achso, ich habe mich noch nicht mal angemeldet. Ich habe die App einfach nur. Richtig. Melde dich mal an, verbinde PayPal oder ich zahle mit meinem. Mir ist das egal. Mit Apple anmelden. So, Apfel erkennt mein Gesicht. Ach Gott, nicht das Gesicht schon wieder. Der sieht mein Gesicht jeden Tag und er hat kein Problem damit. Ich weiß gar nicht, ist mein Handy ein Er oder eine Sie? Wie gut funktioniert dein Handy noch? Nicht so gut. Jetzt stell dir mal die Frage, warum. Ach, und du meinst, es liegt an meinem Gesicht? Er sieht's täglich, also. Boah, ey. Wie viel kostet eine Scheidung? Zu viel. Ich brauche ein neues Handy. Ist billiger, ne? Boah. Verbindung zur Tankstelle wird aufgebaut. Wo sind wir? Zwei. Zapfsäule 2. Wähle deine Zapfsäule 2. Anstecken zum Laden und wenn sie keinen mehr hat, dann hat sie Pech, weil hat sie nicht wieder abgemacht. Ach stimmt, wir brauchen ja. Also willst du nichts essen? Okay. Nein, nichts essen, nur trinken. Wir haben uns echt gut zusammengerissen. Ich liebe es, wenn man dich was fragt und im Grunde den beschissenen Anruf kriegt. Drei Schinken, Käse und 2 Eier. Und eine Hand. Zensierung. Und was ist der Rest? Oh. Also diesmal muss ich sagen, haben wir uns echt gut zusammengerissen, was das Einkaufen angeht beim Lidl. Normalerweise gehen wir immer wegen diesen paar Trümmern rein. Gut, also das Mehl war jetzt auch nicht geplant, die Eier waren nicht geplant. Nein, ich hänge fest, scheiße. Nein. Ach nein, jetzt habe ich mich hier richtig. Ach nö. Ich brauche was Langes, Dünnes und Hartes. Hm? Was jetzt? Ich dachte, es macht Spaß, mich hier einzuketten. Hä? Ich bin da drin, da bin ich reingekommen in dieses Teil. Ja. Jetzt habe ich das hier zurückschieben müssen, damit ich rauskam, ohne den Pulli kaputt zu machen. Ach so. Nee, ich wollte gerade sagen, dass ich echt sehr stolz auf uns bin, dass wir es geschafft haben. Fast nur das einzukaufen, was wir wollten. Das Einzige, was jetzt nicht geplant war, war die Cola. Aber diesmal habe ich mir diese Freeway-Cola geholt. Ich fand die beim letzten Mal gar nicht so schlecht, außer dass sie kalt gewesen ist. Warm gewesen ist. Ich fand sie nicht gut, dass sie kalt war. Deswegen habe ich kalt mitgenommen. Ja, genau. Moment. Und jetzt habe ich sie mir kalt mitgenommen und werde sie direkt trinken und dann probieren. Bluetooth ausschalten. Oh ja, stimmt. Also, wir haben beim Sonderverkauf, das haben wir normal beim Lidl gekauft. Die werde ich jetzt noch mit rausnehmen und dann draußen essen und aufmachen. Einmal so Malerkreppband. Und ja, da hinten ist auch der Biomüll. Ja, die Große, glaube ich, vergessen mit rauszunehmen. Apropos Große, für sie habe ich dann hier auch ein paar Sachen mitgenommen. Einmal einen Englisch-Grundwortschatz. Ich weiß gerade nicht, ob sie das schon hat. Dann Testbuch Mathematik 5. bis 6. Klasse. Das gleiche nochmal 7. bis 8. Klasse. Und dann hier noch in Deutsch. Genau, das kann sie dann in den Sommerferien, kann sie 5. und 6. Klasse hier komplett durchgehen. Deutsch sowie Mathe. Und da ist übrigens die Kiste für den Flohmarkt. Allerdings hat sich das leider erledigt. Aber dazu komme ich noch. Dann habe ich jetzt hier beim Lidl normal einmal Mehl mitgenommen. Das waren so 2 Kilo. Die waren im Angebot. Die waren einfach günstiger. Und dann dachte ich, nehme ich mal eine Packung mit. Dann habe ich ein bisschen Weihnachtsdeko geshoppt. Einmal hier so eine Holzdekoration. Die finde ich ganz schön. Ich mag das eh generell so mit Holz und diese Natürlichkeit. Die finde ich ganz schick. Dann habe ich hier einen Adventskranz mitgenommen. Den wahrscheinlich für den Küchentisch. Und dann habe ich hier nochmal einen Adventskranz mitgenommen. Der ist dann fürs Wohnzimmer. Das habe ich auch noch mitgenommen. Das fand ich ganz schön. Ich weiß bloß noch nicht, an welches Fenster wir das machen sollen. Ist mir dann so im Nachhinein eingefallen. Das Einzige, wo wir es hinmachen könnten, wäre entweder Badezimmer oder Schlafzimmer. Ja, aber im Wohnzimmer und Küche wird es ein bisschen schwierig. Und dann habe ich hier die Windel noch mitgenommen. Die haben 3 Euro gekostet. Ist zwar jetzt Größe 3, aber da wächst du nein, ne? Dann habe ich noch einmal dieses Kaffeeservice mitgenommen. Das ist 18-teilig, also insgesamt 6 Stück davon, 6 Stück davon, 6 Stück davon.
Na, und es hat 10 Euro gekostet. Da dachte ich mir so, ja, geil. Ich hatte nämlich auch gesagt gehabt, ah ja, stimmt, wir haben dann noch was mitgenommen. Zweimal diese Hose hier für den Kleinen, Größe 110. Dürfte noch ein kleines bisschen groß sein, aber da wächst er ja auch rein. Dann hat mein Mann noch diesen komischen Tacker mitgenommen. Akkubetrieben. Ja, und genau, wegen dem Kaffeeservice. Ich hatte mir nämlich letztes Jahr vorgenommen, dass ich dieses Jahr, wenn eben hier eigentlich unten alles soweit passt, wie gesagt, das dauert jetzt einfach noch, ne? Und ich mache mir da auch keinen Stress, dass ich da sonntags dann immer irgendwie, ja, eine Kleinigkeit backen möchte. Also eigentlich so eine, ja, so einen kleinen Kuchen oder so, vor allem jetzt, wo es dann so schön warm wird. So Obstkuchen finde ich eigentlich ganz schön. Was ich auch sehr gerne immer mache, ist, ja, Rhabarberkuchen, glaube ich, habe ich immer gerne, nee, Zetschgendatschi, den habe ich immer gerne gemacht gehabt. Ja, aber ich packe jetzt einfach alles zusammen und dann nehme ich die. Nee, jetzt wird sie wach, oder? Egal. Ich mache mich jetzt fertig und dann gehen wir raus. Das ist jetzt einmal wegen offen zum Lüften. Und vor allem glaube ich irgendwie, dass die Radieschen am Verbrennen sind. Aber die kommen hier schon ganz gut raus. Hier auch. Wird doch langsam. Na, warte. Versuchst du sie gerade aufzumachen? Ja. Ja. Darf ich mal probieren? Mach. Ja. Ja, ist offen. Nicht ganz, reicht. Reicht schon. Nur anschrauben, dass sie locker sind. Die sind mich gerade nicht, war so fest. Ja. Ist das? Geht doch. Taschen, bitte auf. Ja! Ja! Jetzt ist sie wie falsch. Du musst dein Bread noch machen. Dein Bread. Gott, ist das süß. Das ist so schnuffig. Ich muss ihn so ein bisschen vor dem Wind und vor der Sonne schützen, deswegen habe ich jetzt das wieder drunter gelegt. Hallo! Gemütlich da drunten, hä? So, ich möchte mich jetzt ein bisschen das Unkraut machen und da haben wir letztes Jahr dieses coole Teil hier gekauft. Der Papa zieht sich die jetzt nacheinander raus. Genau, also die auch schon. Dann hat der Kleine noch einen Kletterturm. Freust du dich, kleiner Mann?